Ja, guten Abend. Wir haben Ihnen natürlich, wie Sie gemerkt haben, eine längere Pause gewährt. Das ist ja auch ganz richtig so. Es war ja auch sehr lecker. Und wollen jetzt, nachdem sich alle gestärkt haben, ins zweite Panel einsteigen. Mein Name ist Johannes Voswinkel. Ich bin der Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau und darf diesen zweiten Teil moderieren. Wir werden in diesem zweiten Teil ein bisschen sozusagen die Kameralinse öffnen und breiter schauen auf verschiedene Proteste, im weiten Sinne ökologische Proteste, auch breiter schauen auf das Land, nicht nur auf den Kusbass, den wir jetzt besonders betrachtet haben, sondern auf ganz Russland. Gabi Freitag hat ja am Anfang gesagt, russische Alternativen, da geht es nicht nur um das eine, da, entweder oder, das eine oder das andere. Das sieht alles sehr viel differenzierter aus, wenn man genau hinschaut. Das ist tatsächlich ja das Faszinierende an Russland. Ich sehe es auch von innen, wenn ich dort arbeite, dass es so vielfältig ist und teilweise Phänomene hat, die sich eigentlich fast gegenseitig widersprechen, aber parallel stattfinden. Wenn wir jetzt schauen auf die großen Proteste, Fridays for Future im Westen, Greta Thunberg tritt auf, Hunderttausende versammeln sich. In Moskau sehen wir dann manchmal gegengeschnitten Bilder von einzelnen Mahnwachen zum Thema Klima. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich vorstellen, wir hatten ja vorhin die Russlandkarte, eine Russlandkarte mit Lämpchen, die die Proteste in verschiedenen Orten widerspiegeln, dann hätten Sie schon eine ganze Menge von Lichtchen, die da flackern. Frage ist, und auch darüber wollen wir heute Abend sprechen, inwiefern das einen allgemeinen, sozusagen Russland überstrahlenden Schein auch darstellen könnte oder nicht. Wir hatten den Kusbass mit dem schwarzen Schnee und sehr ambitionierten Exportplänen für Kohle und wollen jetzt in dieser Runde, wie gesagt, ein breiteres Bild wagen. Wir wollen auf die Umweltbewegung, auf die einzelnen Proteste gucken und schauen darauf, ob daraus eine Umweltbewegung erwächst oder ob es letztlich doch ein örtlicher Unmut ist, der wahrscheinlich auch wieder erlischt. Wir haben heute drei Gäste. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind aus Russland. Ich darf als erstes vorstellen Jelena Salavjova. Sie ist Bloggerin, Journalistin, das geht sehr stark mittlerweile ineinander über, stammt aus Syktyvkar, wo sie seit 1992 wohnt, habe ich gesehen. Und sie hat sich, sie schreibt für ganz verschiedene Medien, eines relativ bekannt im Internet ist 7x7, aber auch für The New Times, für Moscow Times, ich will gar nicht alle aufzählen. Und sie hat sich insbesondere mit ökologischen Themen zuletzt befasst, da werden wir auch zu sprechen kommen drauf. Dann begrüße ich zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen hier rechts, Ivan Blokov, sozusagen einer der Granden auch der russischen Umweltbewegung, wenn man das so sagen darf, Programmdirektor bei Greenpeace Russland. Wir sind heute, haben heute einen Greenpeace-Abend, zumindest habe ich das gelesen. Und er hat vor nicht so allzu langer Zeit ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Umwelt und ihr Schutz in Russland, Veränderungen in den vergangenen 25 Jahren. Das gibt es, habe ich erfahren, auf Russisch und es gibt auch wohl eine englische Variante. Und wir werden natürlich über die Epoche russischen Umweltschutzes heute Abend auch zu sprechen kommen. Wenn ich es richtig weiß, ist so eines der Resümees dieses Buches, um die Ökologie, wenn man es vielleicht ein bisschen zuspitzt, war es in der zweiten Hälfte der 90er Jahre vielleicht sogar wesentlich besser bestellt als im heutigen Russland. Und als dritten begrüße ich in der Runde Wladimir Slivjak, auch ein alter Kämpfer sozusagen der russischen Umweltbewegung, Vorsitzender einer der Globkopf, einer der traditionsreichsten Umweltschutzgruppen in Russland, Ecozaschita, Ecodefense, eine Organisation, die sich insbesondere um Klima, Kohle, Atomenergie kümmert. Und da sind wir ja auch heute schon als Thema gewesen und kommen sicherlich auch daraufhin nochmal zurück. Ich würde gerne am Anfang, damit wir nicht nur Kohle und das Problem Kohle im Blick haben, Jelena bitten, zu erzählen über eine Protestbewegung, die sie auch als Journalistin ganz besonders zuletzt beschäftigt hat. Da geht es um das Gebiet Archangelsk, um einen Ort namens Chies, der mittlerweile in Russland sehr berühmt geworden ist deswegen, und um ein weiteres großes, eben auch ökologisches Problem, das Russland zu lösen hat, nämlich das Müllproblem oder den Müllnotstand. Jelena, könnten Sie uns erzählen, worum genau geht es in Chies und was passiert dort als Protestbewegung?
Guten Abend. Funktioniert das Mikro? Ja. In der Tat beschäftige ich mich schon seit langem mit der ökologischen Problematik. Ich habe auch über Ölteppiche geschrieben. Ich war im Kusbass und habe auch darüber geschrieben, welche Probleme mit der Kohle im Zusammenhang mit der Kohle existieren. Und ich habe dann später eingesehen, dass diese Umweltbewegungen doch vieles Gemeinsames haben und dann doch sich unterscheiden. Deswegen war es für mich interessant, diese Bewegungen zu beobachten. Ich denke, dass in den nächsten Jahren diese Umweltbewegungen einen ernstzunehmenden Einfluss auf die innere politische Situation nehmen werden. Nicht weniger und nicht mehr. Sie sind tatsächlich politisiert. Wir haben jetzt über diese Kohleproblematik gesprochen, die in Deutschland, im Zusammenhang mit Deutschland. Und hier möchte ich hervorheben, dass wir, ja, klar, darüber sprechen können. Liebe Leute, schaut mal, welche Probleme wir mit der Umwelt haben. Und ihr bezieht unsere Kohle. Das ist wahrscheinlich nicht besonders günstig. Aber wenn wir pragmatisch an diese Sache herangehen, so können wir sagen, dass Umweltprobleme Russlands beeinflussen viele andere Länder nicht nur, weil jemand sich schämen soll, weil er jene Produkte nutzt, die in anderen Ländern ökologische Probleme hervorrufen. Wenn man über Schiss spricht, so können wir sagen, dass 800 Meter von diesem Ort entfernt ist, der erste Strang von Nord Stream verläuft. Sie wissen, dass die Müllhalden gewöhnlich Feuer fangen. Und deswegen besteht die Gefahr für diese Pipeline, über die Gas nach Deutschland gepumpt wird. Und ich denke, wenn diese Pipeline Feuer fängt, wird es zu wirtschaftlichen Problemen in Deutschland führen. Wenn wir über Chelyabinsk sprechen, ich habe neulich mit Wassilij Moskavtsov, ein Aktivist dort, gesprochen. So haben sie mir erzählt, dass dort eine Kupfermine aufgetan wird und dieser Minenbetreiber denkt, dass er zu einem Weltmarktführer, was Kupfer angeht, aufsteigen kann und er will Kupfer gewinnen um jeden Preis. Wissen Sie, ich verurteile nicht die Bestrebungen meines Landes, die Situation in der Welt zu beeinflussen, indem es seine Ressourcen einsetzt. Schade ist, dass der Staat Menschen als Ressourcen einsetzt oder betrachtet, wenn zum Beispiel der Staat denkt, gut, Menschen sind eine neue Ressource, eine neue Ölressource, deswegen müssen wir sehr viel Geld daraus ausschlagen. Warum sind ökologische Proteste wichtig? Diese Proteste werden immer mehr, nicht nur in Chase. Diese Proteste gab es auch früher. Außerdem ist es so, dass in der Republik Komi ein Komitee initiiert wurde zur Rettung von Pechora. Und im Rahmen dieses Komitees können die Bewohner gegen Umweltverbrechen vorgehen. Entschuldigung. Zum Beispiel Lukoil konnte keine Genehmigung für ein Abfallreservoir bekommen. Das ist ein Reservoir, bei dem man voraussetzt, dass da Gifte abgelassen werden. Und die lokale Bevölkerung hat Protest erklärt und hat gesagt, dass sie damit überhaupt nicht einverstanden ist. Und sie hat Recht bekommen. Die Proteste in Scheest, das ist eher ein Protest, der in Richtung Werte geht.
Menschen im Gebiet Archangelsk, Syftyvkar liegt 90 Kilometer von Schees. Also Menschen wussten nicht, dass sie in der Lage sind, diesen Widerstand zu leisten. Und man muss sagen, dass dieser Widerstand ein komplexer ist. Worin äußert er sich? Menschen gehen zu den Demonstrationen, auf denen sie über ihr Anliegen sprechen. Die Medien beleuchten diese Prozesse. Und hier wird ein ganz wichtiger Wert tangiert, und zwar das Überleben von diesen Menschen. Wenn dort in diesem Ort eine giftige Müllhalde gebaut wird, wird es dazu führen, dass diese Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren werden. Menschen jagen dort, Menschen sammeln Beeren, sie bauen etwas in ihrem Garten an und das essen sie im Laufe des ganzen Jahres. Ihre Gehälter sind niedrig, Renten sind niedrig. Es gibt eine Siedlung Kandrama. Dort gibt es viele Menschen, die bei Gazprom arbeiten. Dort gibt es Menschen, die es sich leisten können, Urlaub bei Vereinigten Arabischen Emiraten zu verbringen. Aber für sie ist auch ein großer Wert, wenn sie jagen gehen können, wenn sie Beeren, Pilze sammeln können. Nicht, weil sie darauf angewiesen sind, sondern weil es einfach ihre Tradition ist. Ein weiterer Wert, das ist der Wert der Würde. Es gibt in unterschiedlichen Regionen, unter anderem auch in Sibirien und in vielen anderen russischen Regionen, diesen Groll Moskau gegenüber. Warum? Weil Moskau aus den Regionen alle Ressourcen entzieht. Ich würde nicht sagen, dass alle irgendwelchen Groll gegenüber den Einwohnern Moskaus hegen. Nein, es geht hier um die russische Regierung und um die Regierung Moskaus. Bei Schies, für den, der es nicht weiß, bei Schies geht es darum, dass eine riesige Mülldeponie für Moskauer Müll geschaffen werden soll. Deswegen diese besondere Kränkung oder dieser besondere Ärger über die Moskauer. Wenn Sie gestatten, möchte ich ergänzen, das ist ein sehr großes ökologisches Problem, von dem man sehr lange sprechen kann, aber ich werde mich kurz fassen, weil zwei weitere Redner auf dem Programm stehen. Man muss sagen, dass das alles in einem Sumpfgebiet gebaut wird. Wenn diese Müllhalde errichtet wird, wird es dazu führen, dass auch Grundwasser verseucht wird, dann der Fluss Severnaya Dwina wird verseucht und dieser Fluss fließt weiter in die Nordsee. Skandinavische Länder werden was abbekommen. Dann bekommen wir auch eine Luftverschmutzung. 3.200.000 Tonnen unsortierten Mülls werden dort gelagert. Man nimmt an, dass dieser Müll in irgendwelchen Müllbeuteln gelagert wird. Oh, man spricht hier überhaupt nicht von irgendwelchen neuen Technologien zur Müllverarbeitung. Es werden Berge sein, es werden giftige Gase gebildet, Methan zum Beispiel. Sie wissen, Kinder in Wolokalamsk haben eine Vergiftung bekommen vor anderthalb Jahren. Vergiftung durch diese giftigen Gase. 70 Kinder wurden eingeliefert ins Krankenhaus unter Lebensgefahr. Das ist kein Witz, sie hätten sterben können. Außerdem besteht die technogene Gefahr. In der Nähe ist Gazprom. Wie ich gesagt habe, wird das auf einem Sumpfgebiet gebaut. Sie wissen, wie Torfsümpfe brennen. Die kann man überhaupt nicht löschen. Und dann gibt es diese Pipeline, Gazprom. Die lokale Bevölkerung weiß das sehr gut. Warum ist es so? Also wenn wir über Proteste sprechen, Schees, das ist ein besonderer Fall. In unserem Lande ist es sehr schlecht um die Soziologie bestellt. Als diese Müllhalde geplant wurde, verstand niemand, was das für Folgen haben kann für die Republik Komi und auch für Archangelsk. In Kaluga hat man zum Beispiel die Müllhalde
gebaut, anderthalb Jahre lang dauerte der Bau. Ein Geschäftsführer des Unternehmens, das diese Müllhalde in Scheest baut und auch in Michalach gebaut hat, haben uns bescheinigt, dass alles gut gelaufen war. Ja, es gab einige Proteste, aber es gab keine ernstzunehmende Bewegung. Und niemand erwartete, dass im Norden, in diesem wenig besiedelten Teil Russlands, plötzlich eine Bewegung entstehen wird, die weit über die Grenzen der einzelnen Region hinausgeht, die sich auf viele russische Städte verbreitet und die Menschen zusammenbringt, die sich am Thema interessiert sind, auch ausländische Journalisten, die an diesem Thema interessiert sind. Warum werden diese Proteste immer mehr? Warum spielen sie eine immer größere Rolle? Es gibt immer mehr neue Probleme. Ich habe mit dem Politologen Alexander Kinev gesprochen. Dort, wo keine ernstzunehmenden ökologischen Probleme früher waren und sie plötzlich entstehen, reagieren Menschen ganz anders. Nehmen wir Kisilovsk im Kusbass. Dort gab es ökologische Probleme schon lange. Aber es sind neue, viel schlimmere ökologische Probleme entstanden. Deswegen führte es dazu, dass die Bevölkerung in dieser Region, die traditionell nicht protestierte, plötzlich zu einer Protestbewegung sich gesammelt hat. Und diese Regionen sind mehr an der Zahl. Menschen schauen sich beieinander ab und organisieren diese Sachen in ihrer Region. Ich habe mit Evgeny Cherikov gesprochen. Es gab ja dieses Problem um diesen Wald in Chimki. Und sie hat mir gesagt, 2010 haben wir diese Bewegung initiiert und die meisten Aktivisten wurden als städtische Wahnsinnige wahrgenommen. Diese Situation änderte sich. Diese Eco-Aktivisten, ökologische Aktivisten, wie sie genannt werden, sie werden nicht mehr als bekloppt, als wahnsinnig wahrgenommen. Zum Beispiel in Syktyvkar gibt es Mahnwachen. Mahnwachen, die von Menschen jeden Tag abgehalten werden. In Archangelsk gibt es diese Mahnwachen seit einem halben Jahr. Im April hat das alles begonnen. Und darüber hinaus gibt es auch Sachen, bei denen dieser Krim-Effekt nicht mehr funktioniert. Es gibt keinen Stolz, keine Freude, denn Menschen werden immer wieder mit alltäglichen Problemen konfrontiert. Wie wird dieser Prozess politisiert? Ich habe ja eingangs gesagt, dass dieser Prozess immer politischer wird, politisierter. Im Syktyvkar, im Region Archangelsk, war von Anfang an, als die Meeting begonnen haben, um den Bau der Müllhalde in Scheest zu vermeiden, hat man als erstes verlangt, dass der Gouverneur abtritt. Das war also die erste Forderung. Es gab Ansprüche gegenüber den lokalen Behörden. Dann fing man sofort an, über die Kolonialpolitik Moskaus zu sprechen, um innere Kolonialisierung. Da gibt es also noch diese Trennung. Die Regionen fühlen sich nicht gleichwertig mit Moskau, sondern Moskau ist was anderes. Das Land ist gespalten. Moskau und die Region. Und als man dann gefordert hat, dass der Gouverneur zurücktritt, hat man in Syktyvkar ab dem 2. April dann auch den Rücktritt von Putin gefordert. Syktyvkar ist eine sehr loyale Stadt. Da leben alle vom Staatshaushalt, die leben nicht schlecht. Aber als man dann gefordert hat, dass Putin zurücktreten soll, bedeutete das nicht, dass irgendeiner nach vorne gegangen ist und gesagt hat, bitte Putin, tritt zurück. Nein, das waren 2400 Mann, also die gesamte Demo, die ihn transparent getragen hat. Und letztendlich ist dann die Zahl der Streikenden auf 7000 angestiegen. Und es wurde eine Resolution veröffentlicht, die den Rücktritt von Putin gefordert hat. Wer gehörte dazu?
Kasaken gehörten dazu. Es kamen ehemalige Soldaten, Marinesoldaten zurück. Es waren Mütter dabei, die sonst immer nur zu Hause mit ihren Kindern saßen und sich eigentlich für nichts interessiert haben. Und diese Umweltproteste, die nicht nur Schiis betrafen, sondern russlandweit, charakterisieren eben auch, dass dort absolut neue Menschengruppen teilnehmen. Menschengruppen, die vorher nie irgendwo mitgemacht haben. Aber auch diese Gruppen werden jetzt politisiert. Und wenn wir über die Politisierung sprechen, noch etwas. Ich wollte noch eine kurze Geschichte zur Komi erzählen. Da spricht man ja viel über diese Erdölteppiche. Da gibt es ja auch ein Komitee zur Rettung von Petjora. Das gibt Usinsk, eine Stadt, die Hauptstadt von Lukoil, wenn Sie so wollen. Und als dort das regionale Parlament gewählt wurde, sind alle davon ausgegangen, dass ein Abgeordneter natürlich auch Mitglied von Jedina Rassia wird, einiges Russland, ein Mann, der bei Lukoil beschäftigt ist. Aber nein. Abgeordnete wurde Jekaterina Gnitschko. Sie gehört zum Komitee zur Rettung von Petjora und sie hat bei den Wahlen gewonnen. Es gab unheimlich viel Siedlungen, die entlang des Flusses Petjora liegen, wo sie mit dem Bötchen lang gefahren ist und mit den Bewohnern gesprochen hat oder wo sie mit den Bussen die Ortschaften abgefahren ist. Und als ich sie gefragt habe, warum sie das macht, sagte sie, wir wollen alle das Beste. Wir wollen, dass unsere Probleme gelöst werden, aber keiner will dafür aktiv werden und sich wählen lassen. Vielleicht ist es an der Zeit, sich wählen zu lassen. Und in Schiis ist es genauso. Es gibt viele Menschen, die protestieren und jetzt haben sie entschlossen, auch sich in lokale Organe wählen zu lassen, um so Einfluss auf die Politik zu bekommen. Und das sind keine punktuellen Einzelfälle, sondern das sind viele. Und diese Menschen haben eine Unterstützung. Sie werden unterstützt. Sie wollen jetzt also auf verschiedenen Ebenen bei Wahlen mitmachen. Und wenn man über politische Strömung spricht, um Schiis zum Beispiel oder um Archangelsk, da gibt es Unterstützung von der Nawalny-Stiftung. Das sind eher Jugendliche. Und wenn man über ältere Generationen spricht, da gibt es ja auch viele Ältere in den Protestbewegungen, dann unterstützen sie eher die Kommunisten, die KPRF. Aber auch diese Partei, die KPFF, ist jetzt sehr vielschichtig, weil in den Regionen vor Ort sind das nicht die Personen, die den Sjuganow lieben und ihn unterstützen. Das sind oft auch wirklich junge Menschen, die sagen, wir interessieren uns für die Ideen der neuen Linken in Europa und wir sind für alles Gute und Frische und die schlagen auch demokratische Dinge vor, die sehr frisch aussehen. Die sehen also überhaupt nicht mehr aus wie die Kommunisten aus der Sowjetzeit oder aus der ehemaligen DDR. Ja, das ist also nicht mehr Brezhnev und Honecker, die sich küssen, wie man das hier auf der Mauer gesehen hat bei diesem Graffiti, sondern das sind ganz andere Menschen. Die gibt es eben auch und die sind auch bereit, damit zu machen. Viele Abgeordnete in der Staatsduma, wenn sie sprechen sie über Schiis. Und übrigens auch Putin musste das tun. Er mag das zwar nicht, aber er hat im Mai auch mal Fragen zu Schiis beantwortet. Und sorry, ich mache jetzt meine Idee noch zu Ende. Die Reaktion der Behörden kommt immer zu spät. Der Informationskrieg ist hier verloren. Weder mit Hilfe von Trolleys noch mit irgendwelchen bestellten Artikeln kann man diese Situation jetzt ändern oder die Öko- und Umweltaktivisten als Feinde Russlands darstellen. Es wird versucht, aber das klappt nicht. Sie haben auch nicht geschafft, das Lager bei Schiis auseinanderzutreiben. Das kann ich vielleicht später noch mal berichten oder auch in der Pause. Ungeachtet dessen, und was ich, da mache ich auch Schluss, was ich unbedingt noch sagen wollte, weil es einfach enorm wichtig ist für das moderne Russland und für die moderne Welt. Die Behörden verstehen nicht, was horizontale Proteste sind. Das verstehen sie überhaupt nicht. Sie versuchen aus der Protestwelle, und es betrifft nicht Schiis, einzelne Personen rauszuziehen, die sie als Führungspersonen sehen, die einzusperren, zu bestrafen, zu erstrecken.
Aber wenn Sie eine solche Person rausziehen, wird diese Stelle wieder eingenommen. Und die Behörden sind erstaunt, ja, weil man gewöhnt ist, es gibt eine Führungsperson, der das in der Hand hat. Wenn man die wegnimmt, fällt alles auseinander. Aber nein, jetzt wächst die Protestwelle sogar noch. Und sie beobachten diese Prozesse und wissen nicht, was sie tun sollen. Man muss sich vorstellen, in Archangelsk gehen Zehntausende auf die Straße. Das ist eine große Menge für eine kleine Provinzstadt. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, Ivan, Sie haben eine große Erfahrung in der Umweltschutzarbeit. Wenn ein wichtiges, vielleicht sogar das ausschlaggebende Moment, das Gefühl der ungerechten Behandlung durch Moskau ist, ist das dann eigentlich in der Tat ein ökologischer Protest? Oder ist die ökologische Motivation eher gering dabei? Ich denke, wir haben hier beides. Die Umweltprobleme sind in den letzten 3 bis 5 Jahren ja besonders scharf geworden. Ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel. 2014 ist es in Moskau gegangen. Plötzlich fing es an zu riechen nach Schwefel, Wasserstoff, was auch immer. Keiner wusste wieso. Es kam ein Geruch in der Luft auf und die Leute haben es gemerkt. Oder wie zum Beispiel in Tscheljabinsk. Ja, das sind ja auch erst Dinge, die in der letzten Zeit entstanden sind. Und da hing es zusammen in Tscheljabinsk, dass es zu einer Selbstentzündung von Braunkohle kam. Also haben die Leute angefangen zu protestieren. Oder in Tscheljabinsk auch eine absolut machtvolle Bewegung, jetzt die stärkste im Land. Klar, da gibt es eine politische Komponente. Vielleicht heißt die Bewegung gar nicht mehr unbedingt Tambok. Das ist eine relativ große Gruppe von Menschen, die Umweltprobleme lösen wollen. Das ist nicht unbedingt mehr Moskau oder wer auch immer. Ja, letztendlich ist es eine Bewegung, die gegen die Vernichtung des Trinkwassers entsteht. Oder schauen Sie mal, in Russland, da gibt es über Jahrzehnte schon Emissionen. Was machen die Behörde, um das zu reduzieren? Es werden von Formaldehyd zulässige Grenzwerte erhöht und plötzlich sind es nicht mehr 250 Städte, wo die Grenzwerte erreicht werden, sondern nur noch 25. Und man kann das ja so sagen, cool, wir haben unsere Umweltziele erreicht. Ja, dass die Leute krank werden, das ist dann gar nicht mehr so interessant oder nicht mehr so wichtig. Einfach durch eine andere Statistik. So, wir haben jetzt das Jahr der Umwelt gehabt, der Umweltbildung und so weiter. Und jetzt haben wir in 2018 um 20% mehr Müll. In den letzten 20 Jahren haben wir um ein zigfaches Erhöhung von Müllabfällen, mehr fast als in China. Was machen die Behörden, um dieses Problem zu lösen? Sie versuchen, diese Müllberge zu vernichten oder zu sagen, jetzt zum Beispiel, was wir beim Kohleabbau gesehen haben, die Abraum halten, was sagt eben, das ist kein Müll mehr, das sind keine Abfälle mehr, sondern das wird umklassifiziert in was anderes. Ja, und schon sieht es ein bisschen besser aus. Und das vergleicht man dann auch bei den unterschiedlichen Ministerien. Die einen sagen 3,5 Milliarden Tonnen, die anderen sagen 17 Milliarden Tonnen oder 18. Letztendlich ist es das größte Problem, dass diese ganzen Informationen auch geheim sind. Sollte es zum Beispiel offen sein, wie viele Staatsbeamten es bei uns gibt, die sich mit Umweltschutz befassen? Nein, das ist nicht offen. Das ist eine sogenannte, nur für den Dienstgebrauch eingestufte Information. Warum? Weil die Anzahl der Polizisten im Land ist bekannt. Wieso darf man nicht wissen, wie viele Beamte es gibt, die sich mit Umweltschutz befassen im Land? Ja? Letztendlich gibt es aber lediglich 1.800 Umweltbeamten für ganz Russland. Allein in den USA sind es mehr als 10.000. Ja?
Deswegen sind die Leute gezwungen, auf die Straße zu gehen mit ihren Protesten. Noch zwei Punkte, die in meinen Augen sehr wichtig sind. Ungefähr angefangen von 2006 oder 2008 gab es einen Umbruch. Die Situation wurde schlechter und gleichzeitig wurde diese gesellschaftliche Unruhe auch gegenüber Umweltproblemen. Und die kam aber in Abhängigkeit von Wirtschaftsproblemen auch. Ich denke, hier gab es auch eine aktive Propaganda über die föderalen Medien, die weniger Terminologie genutzt haben, die Unruhe hervorrufen könnten. Ja? Und 2015 und 2016 gab es wieder zu Unruhen, weil einfach die Informationen über die sozialen Netze angefangen haben zu fließen. So, also sind die Leute wieder unruhiger geworden, haben auch geschaut, wie der Zusammenhang zwischen den Gehältern ist zum Beispiel oder Umweltschutz. Ich meine, es ist noch nicht so offensichtlich, aber wir haben zum Beispiel in Russland bei Umfragen in 2019 feststellen können, dass lediglich 19% der Bevölkerung über die Situation der Umwelt besorgt sind. In den USA sind es immer mehr als 60%. Leider kann ich keinen Vergleich mit Europa bringen, weil es hier keine ähnlichen Forschungen oder Untersuchungen gab. Aber, wie gesagt, wir haben jetzt immerhin schon 19%. Das ist schon ein wesentlicher Anstieg und es wird auch noch weitergehen. Wichtig ist, dass diese Proteste in der Regel durch ein regionales Problem initiiert wurden. Und wenn dieses Problem nicht gelöst wird oder wenn es nicht gelöst werden kann, wir erinnern uns an den Wald in Chemchiski und so weiter, dann verschwindet die Gruppe der Aktivisten oft. Wir hoffen sehr, dass diesmal das nicht so sein wird, dass diese Bewegung diesmal wächst und überlebt, obwohl es noch zu früh ist, das zu sagen. Zeitung war ein Überblick des Zentrums für Arbeits- und soziale Rechte. Die machen ein Protestmonitoring in Russland und haben festgestellt, dass in den ersten drei Quartalen dieses Jahres 1443 Protestaktionen stattgefunden haben. Und das ist eine Rekordzahl der letzten Jahre. Übrigens unter den Themen, die die Menschen aufregen, kommen eben ökologische Themen wie Shares vor, aber auch die Frage von Arztentlassungen, Gesundheitssystem. Stadtratswahlen in Moskau spielten natürlich auch eine Rolle. Etwas, was wahrscheinlich relativ neu ist in der, wenn wir es mal so nennen, Protestbewegung, ist, dass es eine stärkere Solidarisierung, zumindest innerhalb beispielsweise bestimmter Berufsgruppen oder innerhalb bestimmter Regionen und deren Betroffenen gibt. Wenn die Sensibilität so stark ist, das müsste ja eigentlich eine Hochzeit für Umweltschutzorganisationen sein in Russland. Wie arbeitet es sich oder lässt es sich überhaupt arbeiten als Ekosaschita-Vertreter beispielsweise in Russland? Guten Abend. Ekosaschita hat es schwer in Russland, wenn es um unsere Tätigkeit geht. Meine Kollegin Alexandra Karalewa war gezwungen, Russland zu verlassen wegen strafrechtlicher Verfolgung im Zusammenhang mit der Tätigkeit unserer Organisation. Und meine Kollegen ersucht um politisches Asyl in Deutschland und wartet auf die entsprechende Entscheidung. Meine Kollegin ist heute hier anwesend. Es gibt mehr Repressalien, es gibt mehr Druck seitens der staatlichen Behörden. Damit Sie vielleicht besser verstehen, wovon ich spreche. Also ich bin bei dieser Umweltbewegung seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren bin ich Umweltaktivist und ich habe unterschiedliche Zeiten erlebt. Das Ende der Sowjetunion, der Zerfall des Systems, der Aufbau eines neuen Staates, relativ ruhige Nullerjahre. Und jetzt haben wir unruhige Zeiten im Sinne der Proteste. Und es scheint mir, dass die ganze Situation der Zeit ähnlich ist, in der die Sowjetunion Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auseinanderfiel.
Ja, klar, es gibt Divergenzen. Und wenn man tiefer eintaucht, kann man noch mehr Divergenzen sehen. Aber wie mir es erscheint, gibt es diese ähnliche Atmosphäre und diesen Geist, die damals Ende der 80er Jahre vorhanden waren, als im ganzen Land und nicht nur in Russland, sondern in der gesamten Sowjetunion, vielleicht nicht in der gesamten Sowjetunion, aber in vielen Republiken der Sowjetunion, viele ökologische Initiativen vorhanden waren. Sehr viele Menschen wollten sich einbringen in die Arbeit, die dazu führen sollte, Umweltprobleme zu bewältigen. Heute entstehen neue Probleme, die eigentlich bei Lichte gesehen nicht so neu sind. Sie werden nur als neu empfunden. Und damals, als Medien freier wurden und Menschen plötzlich gesehen haben, dass in den Medien über die Wahrheit geschrieben werden kann in Bezug darauf, was passiert, dass in den Medien nicht nur das abgedruckt wird, was die kommunistische Partei sagt, sondern auch die Wahrheit wird gedruckt. Und deswegen informierte sich die Bevölkerung sehr schnell, was dann dazu führte, dass dieser Bewegung von Aktivisten schnell zum Zuge kam. Und mir scheint es, dass wir gegenwärtig ähnliche Prozesse beobachten. Ich stimme Ivan zu, dass es schwer vorherzusagen ist, welches Ende das alles nehmen wird. Aber mit dem größten Anteil der Wahrscheinlichkeit kann man prognostizieren, dass die Protestumweltbewegungen, dass viele Menschen daraus dann plötzlich den Wunsch hegen werden, in die Politik zu gehen, sich wählen zu lassen als Abgeordneter oder sie werden zu Beamten. Warum? Weil die entsprechende Nachfrage danach besteht. Menschen sind es müde, dass Inkompetente möchte gerne Beamte an der Macht sind. Und eines der Instrumente, das Menschen sehen, da ist, dass sie selbst sich nach der Macht greifen sollen, um selbst Probleme zu lösen. Es ist schwer zu sagen, was dabei am Ende herauskommt, aber diese Bestrebungen gibt es. Die Veränderungen gehen vonstatten, sehr ernste Veränderungen. Das sieht man sehr gut am Beispiel der Regionen, in denen wir arbeiten, ungefähr vor 5 Jahren, zusammen mit meinem Kollegen Anton. Also damals haben wir mehr oder weniger aktiv damit begonnen, mit der Bevölkerung im Kuzbass zu arbeiten. Und damals gab es in der Geschichte dieser Region keine Umweltproteste. Ich meine hier nicht die Wirtschaft, diese ausstehenden Gehälter für Minenarbeiter. Diese Proteste gab es, aber Umweltproteste gab es nicht oder es gab sie fast nicht. Und damit dort Menschen auftauchen, die dann Protestbewegungen organisieren könnten, dafür musste man eine sehr große Arbeit leisten. Protestbewegungen entstehen nicht von sich heraus. Das ist ein Irrtum. Es gibt immer Initiatoren. Und wenn diese Initiatoren Glück haben, dann können sie Menschen zusammenbringen. Aber aus dem Nichts entsteht nichts. Und das beobachten wir im Kuzbass. Es wurde die erforderliche Arbeit geleistet, damit Menschen selbst aktiv werden. Und dann Schritt für Schritt sind wir zu der Situation gekommen, in der wir ein nachhaltiges Netz von Aktivistengruppen haben. Das sind keine Gruppen, die spezielle Namen haben. Das sind keine großen Organisationen. Es sind einfach Menschen, die zusammenkommen und zum Protest aufbrechen. Und der Grund dafür
Alles ist sehr schlecht geworden. Alles verschlimmert sich. Sie leben in einem Dorf. Und viele Menschen, die zu den Protesten kommen, sie wohnen in Dörfern. Und sie leben in so einem Dorf. Und plötzlich bekommen wir eine Information darüber, dass da ein Tagebau geplant ist, 5 Kilometer von ihrem Dorf entfernt. Dann denken Menschen, ach egal, das ist weit, aber man braucht nicht so viel Zeit, um zu sehen, dass dieser Tagebau schon die Grenzen ihres Dorfes erreicht hat. Und sie werden auf diese Art und Weise im Grunde genommen von den Oligarchen gezwungen, diese Kohleunternehmen werden von den Oligarchen gezwungen, Kohle auf die billigste Art und Weise zu gewinnen. Und es führt dann dazu, dass immer mehr Menschen leiden, dass es wahres Leiden, wenn neben ihrem Haus ständig etwas gesprengt wird, um dann Kohle zu gewinnen. Wenn über ihr Dorf ständig Lastwagen verkehren, die dreimal höher sind als ihr Haus, die voll beladen sind mit Kohle. Und einerseits haben wir eine offensichtliche Belebung innerhalb der Gesellschaft, zwar nicht flächendeckend in Russland, aber an vielen Orten. Aber andererseits haben wir eine sehr starke Verschlechterung im Zusammenhang mit der Gewinnung von Bodenschätzen. Und wir sehen eine offensichtliche Verschlechterung der Situation in unserem Lande. Und Menschen fangen an, darauf zu reagieren. Und ein weiteres Element, das sehr wichtig ist und das wir zum ersten Mal in unserem Lande beobachten, das ist die Solidarität. Seit den letzten 30 Jahren organisierten wir Initiativen, Kampagnen. Und dann haben wir uns immer den Kopf darüber zerbrochen, wie können wir andere Menschen einbringen. Wir sind gegen die Atomenergie. Wie können wir es so organisieren, dass sich dieser Bewegung Menschen anschließen, die zum Beispiel für den Erhalt eines Waldstückes auftreten oder die ihre Gewässer schützen möchten. Also wir hatten diese Solidarität unter Aktivisten nicht gesehen, die für unterschiedliche Bereiche eingetreten waren. Aber in dieser Woche haben wir Beispiele für diese Solidarität gesehen, letzte Woche. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass am 18. November die nächsten Transporte von Atommüll aus Deutschland NRW nach St. Petersburg organisiert wurden. Morgen wird dieser Atomabfall schon in St. Petersburg eintreffen. Wir waren in Gronau in Westfalen, von wo aus dieser Atommüll nach Russland startet. Wir haben Proteste organisiert zusammen mit unseren deutschen Kollegen. Und danach, also wir als Organisatoren, wir wussten dann nicht, was wir weiter in Russland in diesem Zusammenhang machen werden. Und plötzlich sehen wir, dass unsere Bekannten aus unterschiedlichen lokalen Organisationen uns angeschrieben haben und gefragt haben, wie werden wir das in Russland organisieren. Wir sehen, dass Deutsche gegen diesen Atommülltransport protestieren. Wir sehen, dass sie nicht schweigen und deswegen können wir auch nicht schweigen. Wie soll das alles aussehen? Und von sich heraus entstand eine Initiative ohne der Hinzuziehung von Organisatoren. Und auch diese Initiative Stop Proll aus Tschelabinsk ist eine der größten Bewegungen, die sich auch bei uns gemeldet haben und uns sagten, so, lasst uns was unternehmen. Letzte Woche haben wir den Aktionstag in Russland erklärt und sofort etwa Dutzend Städte haben diese Initiative unterstützt, aber sie sind nicht miteinander verbunden, was die Atomenergie angeht. Sie
beschäftigen sich mit anderen Fragen. Und Menschen, sie kamen in eine sehr starke Erregung und gestern, vorgestern, morgen in Russland, also es waren Aktionen und morgen finden weitere Aktionen statt. Und das haben wir noch nie in Russland erlebt. Wir haben noch nie erlebt, dass lokale Gruppen, die ein bestimmtes Thema bearbeiten, ein bestimmtes Problem bearbeiten, dass sie plötzlich so sensibel für die Tagesordnung anderer Organisationen sind. Dies geschieht zum ersten Mal in Russland und in meinen Augen ist es ein sehr großer Schritt nach vorne, der davon zeugt, dass diese Bewegungen vielleicht sehr große Perspektiven haben. Ich würde Ihnen ans Herz legen, an diese Bewegung zu glauben und darauf zu hoffen, dass es eine der Bewegungen sein wird, dass Russland in der Tat verändert, und zwar in absehbarer Zeit und nicht dann, wenn wir alle sterben. Wladimir, es klang eben schon ein bisschen. Wladimir, es klang eben schon ein bisschen an. In welcher Form sind diese neuen Proteste? Nehmen wir Schiers, andere Proteste im Moskauer Umland, auch eine Herausforderung für traditionelle NGOs im Umweltschutzbereich, traditionelle Umweltschutzinitiativen. Wie kann man diese Proteste für sich auch gewinnen? Ich unterstelle jetzt mal, dass es nicht einen großen Mitgliederschwung für Eco Defense gab. Wie müssen die traditionellen Umweltschutzverbände bzw. NGOs, mit denen wir ja auch in Russland zusammenarbeiten, darauf reagieren? Also bei uns haben wir auch eine Art Perestroika. Ich denke, Sie erinnern sich vielleicht noch an dieses Wort. Nach einem großen Aufschwung Ende der 80er Jahre, zu Beginn der 90er Jahre, gab es einen starken Niedergang und auch in der Umweltbewegung natürlich. Das war mit der wirtschaftlichen Lage des Landes verbunden, weil viele Menschen einfach nichts mehr zu essen hatten, nichts mehr zu beißen hatten. Die hatten also gar keine Zeit, in Umweltbewegungen mitzuarbeiten. Und die gesamte Zeit in den 90ern, auch in den Nullerjahren, war die Umweltbewegung, es waren eher Organisationen, die in der Regel noch zu Zeiten der Sowjetunion entstanden sind, am Ende der Sowjetunion oder ganz in den ersten Jahren der russischen neuen post-sowjetischen Zeit. Und dann ist nichts Neues mehr entstanden. Also es ist hier interessant, Folgendes zu verstehen. Wir hatten immer verschiedene Umweltprobleme. Wir hatten immer Situationen, wo entweder hier oder da plötzlich ein mega schlechtes Projekt umgesetzt werden sollte. Und sogar in den ruhigsten Zeiten in den letzten 30 Jahren hat sich immer irgendjemand gefunden, der dagegen protestiert hat. Aber diese Leute hatten wenig Anhänger. Ich kann zum Beispiel hier etwas nennen, ein Beispiel. In den 2000ern war das die satteste Zeit in Russland durch die großen Erdölpreise. Dann wollte man in den 2000ern ein Atomkraftwerk in der Nähe von Wladimir bauen. Und da sind 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Und das waren ca. 10% der Bevölkerung der Stadt. Aber es gab keine Atmosphäre, es gab kein Medium, dass diese Protestbewegung sich national hätte auswachsen können. Da sind mal 5.000 auf die Straße, mal 10.000. Aber letztendlich haben sie keine Unterstützung gefunden. Andere Bewegungen haben sie nicht unterstützt. Es gab wenig Bewegung und es gab eben nicht diese Sensibilität gegenüber Problemen von anderen. Es gab nicht diese Solidarität. Also die haben ein bisschen demonstriert, dann wurde die Frage beigelegt und das war Schlusspunkt. Ja, und in dieser postsowjetischen Zeit haben wir mit diesen alten Organisationen gelebt, die
Organisationen, die es geschafft haben, diese Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs zu überstehen und für sich irgendwelche Finanzierungsquellen zu erschließen. Und lange Zeit gab es keine Initiativgruppen, wie hier in Chelyabinsk, dieses Stop Gork oder in Chies. Ich weiß nicht, ob man das als Gruppe nennen kann. Jedenfalls gab es die nicht. Und die Organisationen haben auch ein normales, ruhiges Leben geführt, haben mal ein bisschen was gemacht, hatten vielleicht keine großen Erfolge. Wenn, dann war das immer mal eine Ausnahme. Ja, und dann ist halt diese neue Bewegung entstanden. Und zu Beginn waren in dieser neuen Bewegung da bestand keine Nachfrage, mit den alten, traditionellen Umweltorganisationen zusammenzuarbeiten. Gründe gibt es dafür viele, aber wie gesagt, so eine Kommunikation hat nur sehr selten stattgefunden. Und dann wurde ja noch das Gesetz über die ausländischen Agenten verabschiedet. Diejenigen Organisationen, die schon lange existiert haben, sind als Erste durch dieses Gesetz betroffen worden. Die haben also den größten Druck auszuhalten gehabt. Viele haben deswegen zugemacht. Die Anzahl hat sich reduziert. Ja, aber dann kam es eben auch zu der Zeit, wo anstelle dieser geschlossenen alten Gesellschaften neue Initiativgruppen getreten sind. Und die Umweltbewegung heute ist überwiegend oder besteht überwiegend aus solchen jungen Initiativgruppen und nicht aus den alten, traditionellen Organisationen. Und die Menschen in diesen Initiativgruppen sind sehr pragmatisch. Wenn sie verstehen, dass sie Ressourcen brauchen und dass sie keine Ressourcen haben, dann fangen sie an, sich umzuschauen. Und wenn sie diese Ressourcen in der Umgebung finden können oder von jemandem finden können, dann arbeiten sie mit diesen Menschen oder mit dieser Organisation auch zusammen. Aber mehr eben auch nicht. Und ich denke, das ist auch ein natürlicher Prozess. Wir durchlaufen jetzt eine neue Phase. Es ändert sich vieles und es wird sich vieles ändern. Fragen stellen oder um kurze Antworten bitten und dann will ich natürlich die Fragen aus dem Publikum gerne auch aufrufen. Eine kurze Frage ganz konkret zu Chies. Wir haben ja gesprochen jetzt über Solidarität. Es gab im Moskauer Umland und es gibt hier noch starke Initiativen gegen die Einlagendeponierung oder Verbrennung von Müll aus Moskau. Diese Initiativen, haben die sich mit Chies verknüpft? Gab es da einen Solidaritätseffekt? Ja, in der Tat. Ich wollte zu Chies noch sagen, dass dort einige Gruppen, Initiativgruppen aktiv sind. Sie sind unter anderem entstanden, weil eine ganz alte Umweltorganisation, der KOMI, nämlich das Komitee zur Rettung von Pechora, das ja auch schon 30 Jahre alt ist, eine Initiative gegründet hat zum Schutz eines Flusses im hohen Norden, wo sie gesagt haben, die Uferzone ist kein Mülldeponie und so weiter. Und da gab es tatsächlich Kontakte mit Moskauer Gruppen. Hier ist eine interessante Frage des Geldes. Geld braucht man immer, um Lager von Aktivisten auszustatten, um Geldstrafen zahlen zu können, um Flugblätter zu drucken und so weiter und so fort. Und da hat sich herausgestellt, dass sich viele in der Gruppe um Chies gekonnt Fundraising betreiben konnten. Und das Komitee zur Rettung von Pechora hat seinerzeit sich geweigert, sich als juristische Organisation eintragen zu lassen. Es war zu der Zeit, als das Gesetz über die ausländischen Agenten eröffnet wurde. Dann hat die Staatsanwaltschaft vor 2 Jahren mal versucht, etwas zu unternehmen, aber sie konnten nichts tun, weil es ja keine juristische Person gab, also auch keine Gelder offiziell bezogen werden. Aber diese ganzen Gruppen, die nach demselben Prinzip entstanden sind und sich nicht eintragen lassen, betreiben trotzdem ein erfolgreiches Fundraising. Und sie sind auch aktiv mit Moskauer Gruppen verbunden. Ja, ich kann es im Telegram, im sozialen Netz nachlesen. Sie streiten sich teilweise auch.
die Gruppen, die um Schiis sind, oder Moskauer Gruppen, die auch untereinander nicht besonders sich grün sind. Aber sie arbeiten sich alle und sie arbeiten alle und helfen einander und machen Erfahrungsaustausch. Ivan, was braucht es noch, damit daraus tatsächlich vielleicht eine nationale ökologische Bewegung werden kann? Wahrscheinlich ist es noch zu früh, über eine einheitliche Umweltbewegung zu sprechen. Es gibt ein Netzwerk von Organisationen und das entwickelt sich auch weiter, aber es gibt noch nicht das Verständnis oder ich sehe auch noch nicht diese gesamte, also diese Bewegung. Ja. Es gibt ein Netz, wo Leute im Kontakt sind, ja, das ist richtig, aber meistens sind das individuelle Personen. Und dieses Netzwerk ist auch jetzt die Plattform, das Fundament für das Überleben dieser Umweltbewegung. Wir sollten, glaube ich, nicht über eine einheitliche nationale Bewegung sprechen. Nein, es ist ein Netz mit zig Organisationen, die Gruppe um Schiis und andere, und alle sind im Netz. Und wenn das eine gut funktionierende Struktur ist, dann haben die auch Erfolg. Ich bin mit Wladimir nicht ganz einverstanden, dass es in der postsowjetischen Zeit nicht so viele Proteste gab. In 2000 gab es zum Beispiel was mit dem radioaktiven Abfall, der damals endgelagert werden sollte. Da waren 2,5 Millionen Unterschriften gesammelt und die Menschen waren aktiv. Auch jetzt sind die Leute aktiv. Aber wie gesagt, man braucht gute Netzwerke. Und zweitens, ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben oder nicht, aber der Druck des Staates in Russland auf öffentliche Auftritte von NGOs ist wirklich stark und er wird stärker. Diese ausländischen Agenten, das Gesetz, das war nur der Beginn. Geldstrafen für Meetings oder für Beteiligung an Meetings, das kann teilweise bis zu 1 Million Rubel gehen. Ja? Das Grundstück sollte für 4.000 Rubel verkauft werden und so sind die Geldstrafen riesig teilweise. Auch eine Privatperson jetzt kann zum ausländischen Agenten deklariert werden. Und man schafft Probleme, weil man braucht Netzwerke, man braucht Zusammenwirken, das ist klar, man braucht Aktivisten, das haben wir alles. Wir müssen aber noch gegen dieses Pressing angehen. Gegeben, Fragen zu stellen. Da müssen wir, glaube ich, ein Mikrofon rausrücken von unseren hier. Oh, hier war eine Wortmeldung. Guten Abend und vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich möchte gerne ein bisschen mehr über Folgendes erfahren. Ich habe so den Eindruck, dass in den letzten Monaten die globale Diskussion Extinction Rebellions, Fridays for Future und so weiter, dass diese Bewegung kaum Einfluss auf die Umwelttagesordnung in Russland haben. Ist das so? Und wenn ja, warum? Oder gibt es hier doch vielleicht jetzt einen Einfluss? Jetzt hatten wir hier eine Wortmeldung. Andrei Zaitsev, ich habe eine Frage. Jelena hat darüber berichtet, dass man die Schiesser-Leute so ein bisschen betroffen sind, dass der Müll von Moskaus jetzt dahin gebracht wird. Und ich wollte fragen, ob das auch ein Gefühl der russischen Bevölkerung ist, weil der deutsche Atommüll nach Russland gebracht wird. Ist man sauer vielleicht über die Deutschen? Soziologe Helga Brüß, ich befasse mich mit der soziologischen Bewegung in Deutschland. Danke Ihnen. Mir ist Folgendes aufgefallen. Alle Diskutanten haben über Stop-Gob gesprochen und der Moderator hat immer wieder versucht, zu Schiis zurückzukommen. Und das ist sehr charakteristisch für die Auffassung hier in Deutschland. Ich versuche schon lange Jahre über Stop-Gob zu erzählen und das ist aber so weit weg, das will man gar nicht hören. Und Schiis ist mit Moskau verbunden, deswegen spricht man darüber. Und das ist irgendwie auch so die Auffassung aus Moskau. Leute, die in Moskau nicht im Thema sind, die hören immer über
ein paar begrenzte Umweltbewegungen und vieles wissen sie gar nicht. Meine Frage ist, inwieweit ist diese Solidarität der unterschiedlichen Gruppen miteinander vielleicht nur punktuell? Ja, vielleicht sind es nur einzelne Segmente der Protestbewegung, der Umweltbewegung oder auch nicht umweltproblematisch begründeten Protestbewegung. Gibt es da tatsächlich ein Wachstum von horizontalen Verbindungen, zwischen regionalen Verbindungen? Oder bleibt das vielleicht nur innerhalb von Regionen begrenzt? Sergej Medvedev von den Dekabristen. Wir befassen uns auch mit lokalen Initiativen, Umweltinitiativen. Ich habe auch wenig über StopGob gehört. In 2 Jahren fahren wir nach Syktyvkar und nach Schierst und ich hoffe, wir kommen dahin, wir kommen an. Aber meine Frage ist eine andere. Ich möchte über Öffentlichkeitsarbeit sprechen, über Informationskampagnen, über Journalisten. Können Sie vielleicht einen Informationskanal oder Telegram-Kanal benennen, wenn wir Mediasona oder OWD Info nehmen, die sich aber mit Umweltfragen befassen würden, die professionell das alles nachverfolgen und dokumentieren? Und meine zweite Frage, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Journalisten Protestgruppen finden und darüber berichten. Und wie ist es seitens der Protestgruppen? Gibt es da eine professionelle Arbeit? Versenden Sie Pressemitteilungen? Gibt es da ein offizielles PR? Weil oft kritisieren werden lokale Initiatoren kritisiert oder Sie kritisieren, dass Sie sagen, über uns berichtet keiner mehr, alle sind bloß noch in den sozialen Netzen unterwegs und es gibt keine offizielle Pressemitteilung mehr. Habt ihr da Erfahrung in dem Gebiet? Wir hatten noch eine Wortmeldung. Ja, mein Name ist Heffer Schücking und ich arbeite für die Umweltorganisation Urgewalt. Ich wollte einfach eine Erfahrung teilen. Wir arbeiten seit 20 Jahren mit Eco-Defense zusammen zu den verschiedensten Themen, Atomthema, auch das Kohlethema. Und als die Foreign Agent Law rausgekommen ist in Russland, haben wir natürlich angefangen, uns Sorgen zu machen über die Sicherheitssituation von unseren Partnern. Und wir haben irgendwann, um zu schauen, wie können wir überhaupt Einfluss nehmen und helfen, weitere Repressionen zu verhindern. Wir waren mit Wladimir gemeinsam im Auswärtigen Amt und haben verschiedene Möglichkeiten durchgesprochen und haben einfach festgestellt, dass die Möglichkeiten auf diplomatischem Weg eigentlich sehr gering sind und in erster Linie darin bestanden, dass bei Staatsbesuchen von deutschen Regierungsmitgliedern man vielleicht Termine mit Eco-Defense sucht oder beziehungsweise eine Protestnote abgeben kann oder eine Prozessbeobachtung und sonst nichts. Und wir sind da auf die Idee gekommen, was könnte wirklich Einfluss haben, und das ist tatsächlich der Einfluss der Energieversorger, die russische Kohle kaufen und die das nicht immer über den Spotmarkt tun, sondern die das sehr häufig auch durch direkte Handelsverträge tun. Und ich meine, all diese deutschen Energieversorger, sie haben Corporate Social Responsibility Abteilung. Einige von ihnen sind Mitglied bei Better Coal, die Industrieinitiative. Und alle geben an, dass sie sich ungeheuer um die Menschenrechte sorgen. Und alle kannten Wladimir persönlich. Wir gehen seit vielen Jahren mit Wladimir auf die Aktionärsversammlung dieser verschiedenen Energieversorger. Es gab auch viele direkte Gespräche mit Wladimir. Und als die neue Situation aufgetaucht ist mit Eco-Defense und mit Alexandra, haben wir uns sofort an all diese Energieversorger, die ja immer schon Eco-Defense als guten Gesprächspartner, als wichtigen, kompetenten Gesprächspartner anerkannt hatten und sie gebeten, eine öffentliche Erklärung abzugeben. Weil das unserer Meinung nach, also hier wichtige Kunden der russischen Kohleindustrie, eigentlich das Instrument gewesen wäre, um ein Signal zu setzen, dass es ein Problem ist, sein könnte für diese Konzerne, Kohle zu kaufen in einem Land, wo Kritik nicht mehr an der Kohleindustrie geäußert werden darf. Und ich kann Ihnen sagen, keiner der deutschen Energieversorger war bereit, sich dazu
öffentlich zu äußern, noch nicht mal in der Form zu sagen, wir sind besorgt über die Menschenrechtssituation. Und dazu gehört auch, das trifft leider auch zu auf den Energieversorger aus dem Land Baden-Württemberg, der mehrheitlich einer oder der zum signifikanten Anteil einer von Grünen geführten Landesregierung gehört. Und das ist einfach noch mal eine Ebene, wo ich denke, dass es einen ganz anderen Druck auch hier geben müsste, um die russische Umweltbewegung zu unterstützen und zu schützen. Diese Frage wurde schon gestellt. Alexandra Karaljowa, Eka Zaschita. Diese Frage wurde bei der vorausgegangenen Diskussion gestellt, aber wir haben keine Antwort bekommen. Vielleicht kann die neue Zusammensetzung der Diskussion eine Antwort dafür geben. Und zwar, wie kann man deutsche Verbraucher, deutsche Käufer der russischen Kohle beeinflussen, damit irgendwann mal diese schwarze Situation im Kuzbass sich ändert? Anton war ganz pessimistisch eingestellt bei dieser Frage. Danke. Fragen, wir können ja gerne die Reihe machen und jeder kann auf die Fragen antworten, die ihn besonders betreffen. Zur Erinnerung, es war die Frage nach Friday for Future und der Bedeutung in Russland. Es war die Frage, ob eigentlich sozusagen auch eine Kränkung durch deutsche Atomexporte kommt. Also ist man genauso von der Ungerechtigkeit Moskaus verletzt wie von der Ungerechtigkeit der Deutschen, die ihren Atommüll nach Russland entsorgen. Die Frage nach Schiest, der Wahrnehmung, da muss ich mich vielleicht selbst an die Nase fassen. Ich bin ja sozusagen gelernter Moskauer jetzt. Aber ich habe Schiest insbesondere rausgestrichen, weil das in der letzten Zeit natürlich besonders in den Medien war. Die Frage danach, inwiefern eigentlich Solidarität unter den Gruppen auch vielleicht über Themengrenzen hinaus möglich ist. Und wir hatten noch die Frage nach einem Telegram-Kanal oder einem ähnlichen Kanal, über den man Informationen beziehen kann, beziehungsweise die Frage nach professioneller PR. Und die Frage von Alexandra am Schluss. Wer möchte anfangen? Ivan? Ja. Lassen Sie mich doch beginnen. Wir hegen keinen Groll gegenüber deutschen Bürgern. Sie haben damit nichts zu tun. Wovon reden Sie? Dass diese Uranproblematik bewältigt werden muss, das weiß man, diese Uranabfälle. Da hat man vor, diese Uranabfälle bis 2080 zu verarbeiten. Und ob es dazu kommt, weiß ich nicht. Wissen Sie, was Telegram angeht, dann können Sie zum Beispiel die grüne Schlange lesen. Das ist ein Kanal im Rahmen von Telegram und dort können Sie alle erforderlichen Informationen beziehen. Leider nur in russischer Sprache, aber dieses Kanal ist sehr professionell aufgestellt. Die Autoren sind anonym tätig, aber es ist hervorzuheben, dass sie manchmal negativ gegenüber bestimmten Initiativen eingestellt sind. Aber nichtsdestotrotz liefern sie eine sehr gute, informative Grundlage. Was Fridays for Future angeht, so gibt es in Russland viele Gruppen, die keine Protestgruppen sind. Womit beschäftigen sie sich zum Beispiel? Mit der Müllsammlung, mit der ökologischen Propaganda. Ich weiß nicht, ich würde sie als Initiativgruppen bezeichnen, die nicht registriert sind. Und es gibt davon Tausende an der Zahl. Aber sie sind nicht so sichtbar wie größere Bewegungen. Und die Medien haben keine Gründe dafür, um sehr intensiv über die Tätigkeit dieser Gruppen zu berichten. Was heißt was diese Frage mit der punktuellen Solidarität angeht, da gibt es nichts Besonderes. Ja, wenn es Moskau oder St. Petersburg angeht, so beleuchten natürlich die Medien sehr gerne, aber das ist kein Wunder. Dort befindet sich der größte Teil der Kommunikationsressourcen unseres Landes. Wenn dort Proteste organisiert werden, da wird es beleuchtet. Aber wenn ernstzunehmende Arbeit geleistet wird, die
zu diesen Protesten geführt hat, dann wird über diese Arbeit vielleicht nicht so oft berichtet. Wenn Sie die Tätigkeit unterschiedlicher Gruppen bewerten, wenn es natürlich kein öffentlicher Protest ist, der in den Medien beleuchtet wird, so bleibt vieles außen vor. Vieles bleibt unbeleuchtet. Bei solchen Kanälen wie Telegram können Sie darüber lesen, aber leider nur in russischer Sprache. Und dann die letzte Frage, man sollte vielleicht niemanden beeinflussen, sondern vielleicht darauf zu verzichten, Kohle einzukaufen. Kohle ist der schmutzigste Energieträger, wozu braucht man ihn? Und Deutschland hat ja die Entscheidung getroffen, aus der Kohle auszusteigen. Und ich hoffe, dass diese Entscheidung zum Ende durchgeführt wird. Ich möchte gerne etwas ergänzen, und zwar interregionale Netzwerke. Im Oktober, Anton und ich haben Sibirien bereist. Wir haben viele Aktivisten in kleineren und größeren Dörfern aufgesucht. Und ich war richtig verwundert, als ich sah, dass 1000 Kilometer von Syktyvkar ein Plakat angebracht war, Stop Schieß. Und somit gehe ich über zu Social Media im Internet und es gibt ja Kanäle, die dann Telegram nachmachen. Es gibt Kanal Pamoika, Vujitka und so weiter und so fort. Und diese Gruppen, die in diesen Kanälen organisiert sind, rufen dazu auf, Müll zu trennen. Sie interessieren sich überhaupt nicht für die Politik. Und plötzlich fängt man damit an, dort eine Mülldeponie zu bauen. Und diese Gruppen haben sich zusammengetan und einen Protest organisiert. Diese Kanäle, sie posten Nachrichten nicht im Zusammenhang mit der Umweltproblematik, sondern auch politische Inhalte werden dort eingestellt und so weiter und so fort. Und daraus entstand eine Gruppe unter dem Namen Russland ist keine Müllhalde. Und diese Gruppe akkumuliert Nachrichten aus den Bereichen Umwelt, Ökologie, Politik. Dort wird alles hochgeladen, was in Russland in diesen Bereichen angeht. Was Pressemitteilungen angeht, ich würde Folgendes sagen, ich kann nicht behaupten, dass ein Journalist gut arbeiten kann, wenn er unbedingt diese Pressemitteilungen braucht. Wissen Sie, ich brauche diese Pressemitteilungen nicht. Ich kommuniziere mit allen diesen Aktivisten über Chats. Ich habe sie alle angeschrieben und ja, ich bekam von ihnen die Informationen aus der ersten Hand, die exklusive Informationen. Warum habe ich das bekommen? Weil ich selbst tätig geworden bin. Wenn ein Journalist da sitzt und wartet, dass Pressemitteilungen ihm angeliefert werden, ich betrachte das als negativ. Und diese Aktivisten, sie wissen nicht, was eine Pressemitteilung ist. Sie sind in einen Beruf involviert, sie haben Familie und plötzlich haben sie dieses bürgerschaftliche Engagement übernommen. Sie organisieren diese Mannwachen, indem sie einander füreinander einspringen. Sie setzen Informationen zusammen, sie machen die Eingaben bei unterschiedlichen Behörden. Sie bekommen Antworten von diesen Behörden und verschicken diese Antworten an uns Journalisten. Und dank diesen Informationen habe ich erfahren, dass in Schieß ein weiteres Unternehmen involviert ist, das diese Mülldeponie zu bauen beabsichtigt. Und diese Pressemitteilungen sind nicht professionell. Man kann von ihnen nicht erwarten, dass sie professionelle Pressemitteilungen herausgeben. Man muss selbst professionell sein. Ich glaube, es bleibt nichts, worauf ich noch reagieren soll.
Fridays for Future gibt es in Russland, aber diese Bewegung ist nicht zahlreich und es gelingt dieser Bewegung nicht, eine breite Mobilmachung zu machen. Es gab Beispiele dafür, dass diese Initiative einfach sich nicht in die Bedingungen, in die russischen Gegebenheiten sich einreiht. Russland ist ein Land von Klimaskeptiker. Und diese Diskussionen über die Klimaveränderungen, sie sind erst in ihrem Anfang. Ja, es gibt eine breite Propaganda von den Unternehmen, die mit Bodenschätzen arbeiten. Und diese Propaganda stellt darauf ab, dass es überhaupt nicht alles klar ist, wie es um die Klimaveränderung bestellt ist. Man sollte überhaupt nichts unternehmen, solange Wissenschaftler nicht zu einer einheitlichen Meinung gekommen sind. Deswegen sollen wir erstmal abwarten und Tee trinken. Und da die Medien bei uns so organisiert sind, dass die meisten Menschen hauptsächlich ihre Informationen aus dem ersten staatlichen Fernsehkanal beziehen und dann arbeitet diese Propaganda. Klar, aber mit der Zeit wird diese Propaganda immer weniger arbeiten und es werden immer mehr Fragen diskutiert, die auch die Gemüter der Menschen bewegen. Was Telegram angeht und Pressemitteilungen, so möchte ich hier nicht sagen, weil dann doch ziemlich schlechte Sachen darüber zu sagen sind. Weiter, ob irgendwie russische Bürger gekränkt sind, weil das deutsche Atommüll nach Russland verfrachtet wird, wissen Sie, davon habe ich überhaupt nicht gehört. Der gleiche Atommüll wurde nach Russland von 1996 bis 2009 verfrachtet. Einmal ist es uns gelungen, dies zu stoppen. Und jetzt hat es bei uns eine neue Kampagne gegeben, um einen zweiten Stopp zu erzwingen. Und ich denke, es wird uns gelingen, diesen Stopp zu erzwingen. Das ist ausschließlich die Frage der Zeit. Aber weder vor 15 Jahren noch jetzt habe ich kein einziges Mal gehört, dass da irgendwie Hassgefühle gegenüber einfachen Deutschen gehegt werden. Und also das, was ich beobachtet habe, kann ich nicht diesen Schluss ziehen, dass irgendwelche Kränkungen bestehen oder Hassgefühle. Und die zweite Frage, die sehr wichtig ist, und zwar, wie kann man diese Situation beeinflussen? Dass bei uns dort einfach ein Schrecken ist und hier Menschen in warmen Häusern sitzen. Bei ihnen ist alles gut. Sie haben gewinnbringende Unternehmen, die Energieträger einkaufen und sie arbeiten so erfolgreich, dass sie ihre Aktionäre auszahlen können. Und das ist eine Situation, die man beeinflussen soll. Denn ich Hand aufs Herz, in Russland ist es unmöglich, diese Situation zu beeinflussen. Wird es möglich sein, werden wir in den ersten Reihen sein, die dies tun werden. Aber jetzt ist es unmöglich und deswegen muss sich Deutschland einbringen. Wir müssen Deutschland in diese Arbeit involvieren, weil nicht nur für russische Umweltaktivisten, sondern auch für deutsche Umweltaktivisten, unsere Kollegen zum Beispiel als Urgewalt. Wir haben zusammen mit ihnen sehr viele gute Sachen angestoßen. Und wenn ich wir sage, meine ich deutsche und russische Umweltaktivisten, die dieser Frage nachgehen. Und für uns bestehen die größten Möglichkeiten zu handeln, zu beeinflussen in Deutschland und nicht in Russland. Wenn wir mobil bleiben, wenn wir Ressourcen bündeln können in beiden Ländern, dann sind wir um das Zweifache effizienter. Und das müssen wir
tun. Wir haben keinen anderen Ausweg. Solange hier Kohle eingekauft wird, wird dort Schrecken herrschen. Es gibt noch eine sehr erfahrene Person, was Druck auf die deutsche Wirtschaft betrifft. Und vielleicht können Sie etwas noch sagen, was man in Deutschland tun kann, um auf deutsche Wirtschaft irgendwo einen Druck auszuüben. Vielleicht sagen Sie was. Naja, also was Urgewalt ansonsten jetzt tut, ist, dass wir gerade versuchen, möglichst vielen deutschen Energieversorgern das Geld abzujagen. Wir haben, und es lässt sich die Situation in Deutschland auch wiederum auch in anderen Ländern beeinflussen. Der norwegische Pensionsfonds hielt 2% von dem Energiekonzern RWE. Und Urgewalt hat lange gemeinsam mit norwegischen NGOs daran gearbeitet, dass RWE dort rausfliegt. Und wir reden, also was man hier in Deutschland machen kann, ist das, was man, was aber auch Geldgeber außerhalb von Deutschlands machen kann, ist zuzusehen, dass sie bei keiner Bank sind, dass sie bei keiner Versicherung sind, dass sie keine Geldanlage haben, wo sie diese Energiekonzerne unterstützen, solange sie so sind, wie sie sind. Und wer darüber mehr wissen will, wie man auch mit sein Geld aus der Kohleindustrie abziehen kann, kann sich gerne bei Urgewalt melden. Das war jetzt insofern ein ganz toller Schluss, weil wir sehr viel über innerrussische Solidarität gesprochen haben, aber gleichzeitig auch nochmal betont haben, wie wichtig eben auch die internationale Solidarität, insbesondere bei solchen globalen Fragen wie den Umweltfragen sind. Das waren zwei extrem intensive Panels, die wir hier hatten. Ganz großes Kompliment, ganz großes Dankeschön an alle, die gesprochen haben, aber auch an Sie, die Sie alle zugehört haben. Und das allergrößte Kompliment kommt jetzt, nämlich an unsere Übersetzer, die das auch noch alle übersetzen mussten. Vielen Dank Ihnen dafür. Und falls noch die eine oder andere Nachfrage übrig ist, das ist jetzt noch im persönlichen Gespräch möglich. Vielen Dank.